kommen nach Deutschland, weil wir die höchsten Sozialleistungen zahlen. Und wir, die das Ganze finanzieren, sind nicht bereit, das länger hinzunehmen. Mehr Heuchelei und Doppelmoral geht doch gar nicht mehr, liebe Freunde. Und es liegt jetzt an uns, denen klar zu sagen, wer uns anliebt, hat in der Regierung nichts zu suchen. Und auch für BSW gilt, solange die Brandmauer gegen die AfD steht, ist sie keine Alternative, liebe Freunde. Sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Gesundheit von meiner Seite und so ein Aschermittwoch, der eröffnet einem Parlamentarier ja die Möglichkeit, die sonst so übliche parlamentarische Zurückhaltung auch mal, wenn auch nur temporär, etwas zurückzuschrauben. Und ich will den heutigen Tag nutzen, um wirklich in aller Deutlichkeit die Schieflage zu benennen, die sich in unserem Lande derzeit abzeichnet. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn das in unserem Land so weitergeht, wenn dieser Frontalangriff auf unseren Wohlstand, auf unsere Sicherheit und auf unsere Freiheit in diesem rasanten Tempo weitergeht, wir in wenigen Jahren das Deutschland, das wir kennen, nicht mehr wiedererkennen werden. Es ist jetzt die Zeit aufzustehen und diesen Leuten ein für alle Mal das klare Stoppsignal zu geben, die rote Karte zu zeigen. Lassen Sie mich mit dem anfangen, was wir hier heute Abend da draußen erleben mussten. Rainer Balzer ist ja nun Bildungspolitiker und das, was wir da draußen erleben müssen, das, was wir auch teilweise hunderttausendfach in unseren Städten erleben müssen, ist für mich ein Beleg für das Bildungsdesaster unseres Landes. Denn wer allen Ernstes sich da draußen hinstellt, nie wieder schreit, aber dann gleichzeitig die einzige Opposition in diesem Land, die eine wirklich spürbare Gegenposition gegen diese irre Ampelkoalition in Berlin bezieht, niederbrüllt, diffamiert und stigmatisiert. Liebe Freunde, solche Leute, die betätigen sich in Wahrheit als Antidemokraten und wir von der AfD lassen uns von sowas weder niederbrüllen noch aufhalten. Man muss sich das einmal vorstellen, was derzeit in unserem Lande vor sich geht. Da wird eine völlig faktenfreie Behauptung von einem Medium aufgestellt, natürlich wieder in Bezug auf die einzige Alternative in diesem Land. Und auf diese, man muss es in dieser Deutlichkeit nennen, Lügenpropaganda springen alle auf. Alle Medien, der politische Gegner in seiner Gesamtheit. Und sie fangen da einen, man muss es so klar nennen, einen Vernichtungsfeldzug gegen unsere AfD an und wollen diesen auch zum Ende bringen. Und ich sage Ihnen, jeder, der glaubt, dass das nur die AfD betrifft, den möchte ich warnen. In Wirklichkeit ist das nämlich ein Vernichtungsfeldzug gegen die bürgerliche Mitte in unserem Land, gegen die Leistungsträger, die den Laden am Laufen halten. Und wir müssen endlich aufstehen und müssen denen sagen, so geht es nicht weiter. Einige Irrsinnigkeiten sind hier ja heute Abend von meinen Vorrednern schon angesprochen worden, aber ich glaube, dass es wirklich Not tut, den Ernst der Lage nochmal in aller Deutlichkeit und mit aller Vehemenz auch vorzutragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was hier über die Alternative für Deutschland behauptet wird und schon seit Jahren behauptet wird, hat keinerlei Substanz. Wir sind weder fremdenfeindlich, noch rassistisch, noch sonstiges in diese Richtung. Die Wahrheit ist, dass wir seit unserem Bestehen, und ich bin nun schon seit 2013 dabei, also jetzt in Baden-Württemberg dann bald 11 Jahre,
immer eine klare Position zur Migrationspolitik vertreten haben und die lautet wie folgt. Jeder, der legal in unser Land kommt, und die Betonung liegt auf legal, der die Chancen unseres schönen Landes erkennt, der die Ärmel hochkrempelt und mit seiner eigenen Hände Arbeit sich eine Existenz aufbaut, der in unserem Land Steuern zahlt, der unsere Grund- und Werteordnung teilt, der sich und seine Liebsten zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft macht, diese Menschen, die waren, sind und werden immer in unserem Land willkommen sein. Aber wogegen wir uns wehren, und zwar mit allem Nachdruck, ist die Tatsache, dass wir es seit 2015 mit einer massenhaften illegalen Migration zu tun haben, die dazu führt, dass die überwiegende Zahl dieser illegal Einreisenden in unsere Sozialsysteme einreisen. Sie kommen nicht nach Deutschland, weil sie Flüchtlinge sind, weil sie in Italien, weil sie in Spanien, weil sie in Griechenland, weil sie in Polen an Leib und Leben bedroht wären. Nein, sie kommen nach Deutschland, weil wir die höchsten Sozialleistungen zahlen. Und wir, die das Ganze finanzieren, sind nicht bereit, das länger hinzunehmen. Und wir wehren uns auch dagegen, dass im Zuge dieser illegalen Massenmigration Zehntausende von Gewaltverbrechern, von Hasspredigern, von entsprechenden Personen ins Land gekommen sind, die in Parallelgesellschaften leben und auch leben wollen, die also gerade nicht unsere Grund- und Werteordnung teilen, sondern die mit ihren Sozialisationsgrundsätzen hierher kommen und meinen, das Leben hier fortführen zu können, und zwar auch unter Verstoß gegen unser geltendes Recht. Und wir sagen, das kann und darf nicht länger hingenommen werden. Unser Land, unsere Regeln. Und wem es nicht gefällt, der darf wieder dahin gehen, wo er hergekommen ist. Und angesichts dieser Tatsache, dass die Position so ist, wie ich sie Ihnen dargestellt habe, empfinde ich es als eine absolute Ungeheuerlichkeit, vor allem ich persönlich als Polizeibeamter. 27 Jahre habe ich die freiheitlich-demokratische Grundordnung auf der Straße verteidigt. Und ich muss mir jetzt vorwerfen lassen, ich sei hier ein Antidemokrat, die Alternative für Deutschland würde gegen die Demokratie kämpfen. Liebe Freunde, die Wahrheit ist doch, dass genau das Gegenteil richtig ist. Ich als Polizeibeamter werde niemals in einer Partei, in der sich Rechtsextremisten tummeln. Wir sind in Wahrheit die Bewahrer des Rechts, die Verteidiger unserer Verfassung. Wir fordern endlich wieder geltendes Recht in unserem Land ein, weil alle anderen Parteien, inklusive der CDU, CSU, die Herrschaft des Unrechts, und das kommt ja nicht von uns, das kommt vom ehemaligen Innenminister Seehofer, seit 2015 ungebremst zulassen. Und wir sagen, Schluss damit, es muss endlich wieder Recht und Gesetz in unserem Land gelten. Und ich habe auch die gesamte Diskussion seit 2015, ich gebe das offen zu, ich bekenne das ganz deutlich, nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie man einer übergroßen Mehrheit der deutschen Bevölkerung das Märchen erzählen konnte, diese Leute, die millionenfach illegal in unser Land gekommen sind und immer noch kommen, seien Flüchtlinge. Und ich will Ihnen sagen, warum. Flüchtling zu sein bedeutet, akut an Leib und Leben bedroht zu sein. Wer ist denn zu uns gekommen seit 2015? Fortfolgende. Es waren überwiegend junge Männer, die nicht zu den Unfittesten gehört haben. Sie waren in der Lage, Tausende, teils Zehntausende von Kilometern zu Fuß zurückzulegen. Sie haben nicht zu den Ärmsten der Welt gehört, denn sie mussten Schlepper bezahlen, um Europa zu erreichen. Tausende, teils Zehntausende Euro. Und nach Erreichen eines sicheren Drittstaates, denn wir sind nur von sicheren EU-Staaten umgeben, haben sie sich entschlossen, in das Land weiterzureisen, das die höchsten Sozialleistungen zahlt. Solche Menschen sind keine Flüchtlinge. Das sind Armutsmigranten, das sind Wirtschaftsmigranten. Und die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die das auch klar und deutlich anspricht.
dann uns immer der Vorwurf der Menschenfeindlichkeit, der Inhumanität sozusagen an den Kopf geworfen wird. Auch das habe ich nie verstanden. Denn wer sind denn die wirklich Bedürftigen auf dieser Welt? Wer sind denn die, um die man sich aus christlicher Nächstenliebe tatsächlich kümmern müsste? Das sind doch die Alten, die Frauen, die Kinder, die Kranken, die gar nicht sich auf den Weg nach Europa machen können, die in den Flüchtlingslagern dieser Welt alleine gelassen werden, von allen Gutmenschen in Deutschland und von allen Kirchen in Deutschland. Mehr Heuchelei und Doppelmoral geht doch gar nicht mehr, liebe Freunde. Deshalb haben wir von Anfang an dafür plädiert, Flüchtlingen, tatsächlichen Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Dort, wo mit dem ganzen Geld, wo wir hier vielleicht einen Flüchtling versorgen, einen sogenannten Flüchtling versorgen können. Sie wissen, dass das Tausende von Euro kostet für einen einzigen. Mit diesem Geld können Sie in den Flüchtlingslagern je nach Berechnung 20, 30, 40, 50 Menschen versorgen. Das ist es doch, was hier in unserem Land schiefläuft, dass hier die Vernunft und der gesunde Menschenverstand durch Ideologie und Irrationalität ersetzt worden ist. Und wir sind angetreten, um diesen Zustand wieder umzukehren, liebe Freunde. Und zu diesen Demonstrationen, ich will einen Teil meiner Rede wirklich auf die Gefahr für unsere Demokratie verwenden, die ich sehe in der derzeitigen Entwicklung. Denn all die, die jetzt mit Gratismut auf die Straße gehen und sagen, gegen rechts, jeder, auch hier wieder Bildungsmisere, jeder, der in der Schule aufgepasst hat, weiß, was Demokratie bedeutet. Nämlich die Abbildung des gesamten politischen Spektrums von links bis nach rechts, einschließlich rechts. Und wer gegen rechts demonstriert, der demonstriert gegen die Demokratie, der ist im Kern ein Antidemokrat. Und genau das müssen wir diesen Leuten auch sagen. Wo waren denn all jene oder wo sind sie denn, wenn es darum geht, gegen die Wohnungsnot zu demonstrieren? Wo sind sie denn alle, wenn es darum geht, gegen Altersarmut zu demonstrieren? Wo sind sie denn alle, wenn es darum geht, gegen die Explosion der Gewaltkriminalität in unserem Land zu demonstrieren? Wo sind sie alle, wenn es darum geht, gegen den Islamismus in unserem Land zu demonstrieren? Wo sind sie, wenn es darum geht, gegen die Inflation, gegen die explodierenden Energiepreise zu demonstrieren? Ich kann es auf den Punkt bringen. Wo sind sie, wenn es darum geht, gegen den Irrsinn dieser Regierung zu demonstrieren? Da sitzen sie alle daheim, aber mit der Regierung gemeinsam gegen die einzige Partei auf die Straße zu gehen, die diesen Irrsinn stoppen will, da kommen sie dann alle, Franz Josef Strauß hätte gesagt, aus ihren Löchern. Und ich sage, liebe Freunde, wer sich so verhält und so agiert, der kann für uns kein Maßstab sein, weil wir echte, überzeugte Demokraten sind. Der Angriff gegen unsere Demokratie, der gerade von dieser Regierung, von der Ampelkoalition in Berlin durchgeführt wird, ist ein schwerwiegender. Und ich will Ihnen das klar verdeutlichen, auch als Sicherheitspolitiker, dass Sie verstehen bitte, dass wir an einem Scheideweg sind. Das, was hier jetzt in Berlin gemacht wird und umgesetzt werden soll, das ist sozusagen der Sargnagel für unsere Demokratie. Die Leute dort oben betätigen sich als Totengräber unserer Demokratie und ich werde Ihnen das jetzt beweisen. Erstens, für Sie wichtig zu wissen, es gab bis zu den Corona-Demonstrationen, bis im Jahr 2019, ausschließlich jetzt im Wesentlichen vier Bereiche, in denen der Verfassungsschutz tätig geworden ist, im Bereich Extremismusbekämpfung, nämlich Islamismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus und ausländischer Islamismus. Ausländischer Islamismus, das sind importierte Konflikte, denken Sie an den Kurden-Türken-Konflikt zum Beispiel. Dann kamen die Demonstrationen im Zusammenhang mit Corona. Ich war im Innenausschuss, Sie können sich vorstellen, dass ich im Innenausschuss tätig bin, dort anwesend bei den Sitzungen und das waren nach meiner Erinnerung 2 bis 3 Sitzungen, in denen die anderen Fraktionen und die sie tragenden Parteien krampfhaft versucht haben,
irgendeinen Extremismusbezug und natürlich den Rechtsextremismusbezug herzustellen. Ich kann mich an diese Sitzung noch sehr gut erinnern, weil selbst die CDU-CSU aufgestanden ist, gesagt hat, ich paraphrasiere, aber dem Sinn nach, das sei ja nicht nachvollziehbar, dass in Deutschland zehntausende Bürger in verschiedenen Städten nahezu zeitgleich auf die Straße gingen und dahinter kein Organisationsgrad stehen würde. Ich weiß heute noch, dass die Sicherheitsbehörden unisono, egal ob BKA, die Verfassungsschutzämter, wer auch immer, klar formuliert hat, nein, diese Leute, die dort auf die Straße gehen, das ist die Mitte der Gesellschaft. Es mag sein, dass in Teilen dort Extremisten unterwegs sind, die sind aber nicht in die Organisation eingebunden, sondern die sind, wenn überhaupt, Mitläufer. Und das hat diese Regierung natürlich extrem verschreckt, im Übrigen die letzte auch schon. Und es gibt seit den Corona-Demonstrationen einen neuen Extremismusphänomenbereich, der nennt sich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und jetzt raten Sie mal, wer befindet, was verfassungsschutzrelevant ist. Der Verfassungsschutz selbst und natürlich auch die sie tragende Regierung. Wenn immer die Behauptung aufgestellt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verfassungsschutz würde doch die Alternative für Deutschland als rechtsextrem einstufen, dann muss ich als Sicherheitsexperte immer sehr verblüfft schauen und die Frage stellen, ja und jetzt? Weil ja immer der Eindruck erweckt wird, das sei eine unabhängige, eine objektive, eine neutrale Behörde. Wir müssen bitte alle zur Kenntnis nehmen, nein, das ist der Verfassungsschutz nicht. Egal ob im Bund oder Land, ist der Verfassungsschutz beim Innenministerium angesiedelt, unterliegt der direkten Dienst- und Fachaufsicht und hat selbstverständlich genau das an Extremismusbekämpfung umzusetzen, was die Regierung vorgibt. Das ist mittlerweile die Realität in unserem Land. Und ich will Ihnen jetzt mal, weil es wirklich wichtig ist, ein paar Dinge erläutern, die ganz aktuell in der Pressekonferenz, an der die Innenministerin Faeser teilnahm, an der BKA-Chef Münch teilnahm und BFV-Chef Haldenwang. BKA ist das Bundeskriminalamt, BFV das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die haben ihre sozusagen Bekämpfungsrichtlinien für Rechtsextremismus vorgestellt. Und ich will Ihnen jetzt nur ein paar Zitate vorlesen, die Frau Faeser auf dieser Pressekonferenz vor ein, zwei Tagen tatsächlich geäußert hat, damit Sie sehen, wie ernst die Lage ist. Zitat Faeser, genau zuhören. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Verhöhnen, nicht Straftaten begehen, nicht gefährden, sondern verhöhnen. Müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen, das kann nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch die Gaststätten- oder Gewerbeaufsicht geschehen. Weiteres Zitat im Rahmen dieser Pressekonferenz. Derzeit sind Finanzermittlungen auf Bestrebungen beschränkt. Ich will mit einer Gesetzesänderung dafür sorgen, dass es, entschuldigen Sie bitte, derzeit sind Finanzermittlungen auf volksverhetzende und gewaltorientierte Bestrebungen beschränkt. Ich will mit einer Gesetzesänderung dafür sorgen, dass es aufs Gefährdungspotenzial ankommt. Da geht es um Aktionspotenzial und gesellschaftliche Einflussnahme. Letztes Zitat, Faeser. Deshalb bauen wir im Bundesinnenministerium eine neue Früherkennungseinheit auf. Wir müssen Manipulations- und Einflusskampagnen sehr früh erkennen, um sie dann stoppen zu können. Das müssen Sie mal sacken lassen. Das, was hier stattfindet, ist das Zugrabetragen elementarster demokratischer Grundsätze. Im Kern definiert mit dieser Vorgehensweise die Regierung selbst, was staatswohlgefährdend ist oder verfassungsschutzrelevant delegitimierend ist. Und wir alle wissen, wie es aussieht, aufgrund der Erfahrungen, die wir selber bei Facebook, bei Twitter oder jetzt X etc. gemacht haben, aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Liebe Freunde, es ist an der Zeit, das mal klar auszusprechen. Wenn hier immer von Rechtsextremismus oder Rechts gesprochen wird, von Frau Faeser und anderen, dann verweise ich darauf, dass wir alle hier einmal in der Mitte standen, der Gesellschaft. Dann kam eine Frau Merkel,
die eine grüne Politik gemacht hat, wo die grünen Spitzenpolitiker vor Neid erblasst sind. Die hat unsere gesamte Republik nach links verschoben. Sie und ich, wir alle in diesem Raum, sind bei ihrer Mitteposition stehen geblieben. Aber aus Sicht derer in Berlin ist das jetzt die rechte Position, ist das jetzt die rechtsextreme Position, die es zu bekämpfen gilt. Und liebe Freunde, ein ganz klarer Appell. Wir müssen spätestens jetzt aufwachen. Wir müssen diesen totalitären Anfängen wehren. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird die Demokratie über kurz oder lang zu Grabe getragen. Ich will Ihnen das an einem eigenen Beispiel klar machen. Ich hatte eine Anfrage von einem YouTuber erhalten, der mich fragte, hey, können wir bitte ein Interview machen? Es geht um die ewige Causa, ist Rechtsextremismus die größte Sicherheitsgefahr? Ich würde gerne Ihre Position dazu hören. Und ich habe ein Video mit dem YouTuber gedreht, habe natürlich meine Position als Sicherheitspolitiker klar gemacht, die Position eines Sicherheitspolitikers ohne ideologische Brille dargestellt, einfach die Realität zur Kenntnis nehmen und habe darauf verwiesen, dass die Behauptung, der Rechtsextremismus sei die größte Sicherheitsgefahr, nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun habe. Ich habe darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Sicherheitsgefahr, die größte für unser Land, die illegale Massenmigration ist, die zu einer Explosion von Gewaltdelikten geführt hat, die zu einer Explosion von Messerdelikten geführt hat und die vor allem auch zu einer Explosion der islamistischen Terrorgefahr geführt hat. Ich habe das mit Zahlen, Daten und Fakten unterfüttert, da komme ich vielleicht nachher auch noch kurz dazu. Und dieses Video habe ich dann, nachdem es mir zur Verfügung gestellt worden ist, auf X geteilt. Sie wissen alle, X ehemals Twitter, jetzt unter Leitung von Elon Musk. X, von dem man immer sagt, ja, X sei ja jetzt sehr offen, da könnte man ja jetzt wesentlich klarer Meinungen formulieren, wie das noch unter Twitter der Fall gewesen sei. Und dieser reine faktenbasierte Beitrag wurde in der Reichweite eingeschränkt mit der Begründung, es bestünde der Verdacht, dass gegen die Grundsätze Hass, Hetze etc. verstoßen würde. Ich habe dann Widerspruch eingelegt und die ursprüngliche Reichweite wurde wiederhergestellt. Aber es zeigt Ihnen eines ganz klar und beweist, was ich hier gesagt habe. Es geht bei dieser ganzen Hass- und Hetze- und Rechtsextremismusbekämpfung nicht darum, tatsächlichen Extremismus zu bekämpfen. Denn wenn man schon Extremismus bekämpfen will, dann müsste man ihn allumfassend bekämpfen. Nicht nur den Rechtsextremismus, sondern den Linksextremismus und den Islamismus. Aber genau beim Islamismus und beim Linksextremismus ist diese Ampel ja auf beiden Augen sozusagen blind, liebe Freunde. Sondern es geht hier darum, ich wiederhole das, weil es von so zentraler Bedeutung ist, konservative Meinungen in unserem Land, die Stimmen der Vernunft, der Logik mundtot zu machen. Das ist das erklärte Ziel. Wir als AfDler wissen alle, dass wir schon seit geraumer Zeit, zumindest in bestimmten Fällen, gesellschaftlichen Repressalien ausgesetzt sind. Aber das, was hier stattfindet, ist eine völlig neue Dimension. Und eine Regierung, die behauptet, die Demokratie verteidigen zu wollen, eine Regierung, die behauptet, dass sie die Sicherheit der Bevölkerung garantieren will, dabei aber die völlig falschen Prioritäten setzen, dabei aber in sozusagen ein Trugbild des Rechtsextremismus verfällt, obwohl der Islamismus bei uns die größte Sicherheitsgefahr darstellt. Eine solche Regierung, liebe Freunde, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht. Es ist doch nicht mehr nachvollziehbar, was hier an uns ran argumentiert wird. Wir haben eine Antidiskriminierungsbeauftragte in Berlin, die Frau Attermann, die behauptet ständig, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft per se schon diskriminierend gegen Menschen mit Migrationshintergrund sei. Sie wird nicht müde, uns als Gesamtgesellschaft sozusagen latenten Rassismus zu unterstellen. Uns! Die wir mit weitem Abstand die meisten Menschen seit 2015 aufgenommen haben. Uns! Die wir seit den 60er Jahren wirklich hunderttausendfach
Gastarbeiter bei uns aufgenommen haben, ihnen ein vernünftiges Leben ermöglicht haben, uns wird so etwas vorgeworfen. Da muss ich doch sagen, wie irre und wie wahnsinnig kann man denn sein? Wir, liebe Freunde, wir haben doch wesentlich mehr getan als jedes andere Land in Europa in Bezug auf diese Migrationskrise. Und wir haben uns deshalb von solchen Leuten keine Belehrungen anzuhören und schon gar keine Beleidigungen entgegenzunehmen. Denn dieses ganze Gerede von Rassismus, von Antisemitismus, wir haben seit dem 7.10. gesehen auf unseren Straßen, wer das wirkliche Sicherheitsproblem in unserem Land in Bezug auf allein den Antisemitismus darstellt. Es sind nicht Rechtsextreme, die dort marschiert sind. Es waren Migranten, die dort auf die Straßen gegangen sind und widerlichsten und niederträchtigsten Judenhass praktiziert haben. Die schlimmsten Aufmärsche seit 1945. Und wo waren all jene, als genau das passiert ist, die jetzt mit Gratismut gegen rechts demonstrieren? Liebe Freunde, diese Leute, die treten für alles ein, nur nicht für unsere Demokratie, weil sie immer dann, wenn es ernst wird, wenn es darum geht, das Gesicht zu zeigen gegen die wahren Gefahren, die für unsere Demokratie bestehen, dann sind sie alle ganz leise. Und das betrifft nicht nur die Durchschnittsbürger, die hier auf die Straße gehen. Das betrifft vor allem auch die sogenannte intellektuelle Elite. All die Künstler, all die Musiker, all die Politiker, die dort ganz, ganz leise waren und jetzt auf einmal wieder ganz, ganz laut sind. Ich will euch noch klar sagen, beim Verfassungsschutz, damit es wirklich auch in diesem Raum, gehe ich davon aus, dass es kein Verständnisproblem gibt. Aber wir gehen ja auch nach draußen, wir versuchen ja auch immer mehr Bürger von uns zu überzeugen. Wenn ihr dort auf jemanden trefft, der dann immer noch sagt, ja, aber der Verfassungsschutz, dann muss mit einem klaren Beispiel ihm sozusagen nachhaltig vermittelt werden, dass das, was derzeit mit dem Verfassungsschutz läuft, einfach nicht mehr normal sein kann. Warum? Weil jetzt sogar der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Herr Maaßen, der bis 2018 im Amt war, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft und verfolgt wird. Liebe Freunde, wenn das kein Wahnsinn mehr ist, dann gibt es keinen Wahnsinn mehr. Abschließende Bemerkung noch zum Verfassungsschutz, auch Veränderungen struktureller Art hat es gegeben, nämlich dass mittlerweile, früher durfte der Verfassungsschutz nur Gruppen beobachten, weil ja immer die Intention des Verfassungsschutzes früher war, tatsächlich die Verfassung zu schützen. Und natürlich ist klar, Gefahren für die Verfassung, also die auch wirklich eine Gefahr darstellen, die brauchen natürlich eine bestimmte kritische Masse. Und deshalb durften früher nur Gruppen beobachtet werden. Das hat man abgeschafft. Es dürfen jetzt auch Einzelpersonen beobachtet werden. Und wenn wir jetzt anschauen, dass Frau Faeser klar formuliert hat, dass keiner, der Geld an die AfD spendet, sicher sein darf, dass er nicht vom Staat entdeckt wird und entsprechend sanktioniert wird, dann zeigt uns das allen doch, wohin die Reise geht. Diese angeblichen Demokratieverteidiger tun alles, um die kritischen Bürger in ihrer Meinungsbekundung und damit in ihrer Meinungsfreiheit auf inakzeptable Weise einzuschränken. Und wir als mündige Bürger dürfen uns das und werden uns das nicht länger gefallen lassen. Ich will Ihnen noch zur Sicherheitslage in Deutschland ausführen, weil ja immer behauptet wird, insbesondere wieder bei den Pressekonferenzen, Frau Faeser, BKA-Präsident Münch, der mir in gewisser Weise leid tut, weil er ist ein Mann vom Fach. Er muss wissen, dass das, was er sagt, einfach nicht der Realität entspricht. Aber politische Beamte verfahren nach dem Motto, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Und wenn dann dargestellt wird, dass die Sicherheitslage in Deutschland sich auf einem hohen Niveau befände, dann frage ich mich immer, welchen Bezugspunkt die denn nehmen.
Im Vergleich zu Burkina Faso befinden wir uns sicher auf einem hohen Niveau. Aber im Vergleich zu den vorigen Jahren oder Jahrzehnten, da ist bei uns die Sicherheitslage erodiert. Und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß. Sie kennen mich, oder wer mich noch nicht kennt, ich bin jemand, der sich strikt an Fakten hält. Ich bin jemand, der sich die Statistik anschaut und sagt, jetzt wollen wir mal schauen, was Sicherheit auf hohem Niveau, schauen wir uns das nochmal an. Und ich habe ein paar Zahlen für Sie mitgebracht. Nicht damit die alle merken, aber damit Sie erkennen, wo wir gerade stehen. Erster Punkt. Gewaltdelikte, fast 200.000 im Jahr 2022. Die Zahlen für 2023 kommen erst noch dieses Jahr. Fast 200.000. Gefährliche, schwere Körperverletzungen, fast 145.000 in einem Jahr. Sexualdelikte, schwere Sexualdelikte, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, fast 12.000 Delikte pro Jahr. Die Gruppenvergewaltigungsdelikte haben sie im Vergleich zu vor 2015 geradezu fast verdoppelt. Wir haben im Bereich der Gewaltkriminalität an Bahnhöfen und Zügen ebenfalls einen Höchststand von über 24.000 Delikten in nur einem Jahr. Die Messerkriminalität ist explodiert, gestiegen um 32%. Ihnen wird immer gesagt, ja, die jetzigen Anstiege, das sei eine Anpassung an das Vor-Corona-Niveau. Weil 2019 kam ja dann, beziehungsweise 2020 kamen die Lockdowns und damit natürlich ein Absinken des Kriminalitätsgeschehens. Ich kann Ihnen aber versichern, dass auch das unwahr ist. Wenn wir den Anstieg der Messerkriminalität mit 2019 vergleichen, haben wir es sogar mit einer Verdopplung zu tun. Bei der Gewaltkriminalität haben wir einen Anstieg nichtdeutscher Tatverdächtiger von 14,7%. Der Anteil deutscher Tatverdächtiger ist um 0,7% gesunken. Damit ist auch die Lüge widerlegt, dass der Anstieg dieser Kriminalitätsformen nichts mit der Migration zu tun habe. Das Gegenteil ist richtig. Das haben wir natürlich alle schon immer gewusst. Und unabhängig von den Zahlen. Ich fand es damals schon lustig, als Innenminister Seehofer angetreten ist und gesagt hat, ja, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr. Da konnte ich wirklich, das war ja alles nach der Migrationskrise, ja, das war ja 17, 18, 19, wo die Zahlen wirklich explodiert sind. Und dann habe ich mir gedacht, du, in deinen Vorträgen, da bringst du zwar weiterhin Zahlen, aber damit es wirklich auch der Letzte verstanden hat. Wenn so jemand kommt und euch das erzählt, dass Deutschland so sicher ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, dann sagt ihm ein oder stellt ihm einfach ein paar Fragen. Lass uns den Realitätscheck machen. Sag mir bitte, wo vor 30 Jahren haben wir den Betonpollon in unseren Städten gehabt, um islamistische Terroranschläge abzuwenden? Sag mir bitte, wo vor 30 Jahren hatten wir Massenschlägereien in unseren Freibädern, der die Polizei nahezu nicht mehr Herr geworden ist? Sag mir bitte, wo vor 30 Jahren hatten wir Sicherheitsdienste in unseren Schulen, in unseren Jobcentern, in unseren entsprechenden Einkaufscentern? Wo hatten wir das vor 30 Jahren? Wo vor 30 Jahren sind denn mit voller Absicht im Rettungseinsatz Ärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute mit Vernichtungswillen angegriffen worden? Wo vor 30 Jahren, um Gottes Willen, hatten wir denn diese Auswüchse an Parallelgesellschaften, sodass sogar zeitweise Massenschlägereien von mehreren hundert Migranten auf unseren Städten stattfinden, auf unseren Straßen stattfinden und die Polizei diese nicht in den Griff bekommt? Wo hatten wir all das vor 30 Jahren? Wo vor 30 Jahren haben wir denn die Meldung gehabt, dass Frauen und Kinder vor einfahrende Züge gestoßen worden sind? Wo vor 30 Jahren, bitteschön, gab es denn die Warnmeldung, dass beim Besuch des Kölner Doms man mit einer hohen Gefahr eines islamistischen Anschlags zu rechnen hat und man deshalb in den Dom nur rein kann, wenn man sich einer entsprechenden Durchsuchung unterziehen muss? Wo hatten wir all das vor 30 Jahren? Sie merken, worauf ich hinaus will. Wer behauptet, Deutschland sei sicher, der bindet Ihnen einen Bären auf. Am Aschermittwoch darf man sagen, der lügt Ihnen bewusst und gewollt ins Gesicht. Und es liegt jetzt an uns, denen klar zu sagen, wer uns anliegt, hat in der Regierung nichts zu suchen. Ich möchte
zum Abschluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Dinge ansprechen, die mir noch sehr, sehr wichtig sind. Weil wir in, sage ich mal, gewissen Umbruchzeiten leben, insbesondere im Bereich der Politik. Und wir sehen ja, dass nicht nur die AfD sehr erfolgreich ist, sondern wir sehen, dass es auch zu Verschiebungen kommt, zumindest wenn man die Meinungsumfragen sich anschaut im Hinblick auf die CDU-CSU. Die CDU-CSU bekommt auch mittlerweile in den Meinungsumfragen entsprechende Zuwächse oder kann die verzeichnen. Und das ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass der Bürger ich nenne es jetzt mal ein bisschen euphemistisch, vielleicht für den Aschermittwoch untypisch, ein suboptimales Erinnerungsvermögen aufweist. Warum kann denn die CDU niemals eine Alternative sein für die Lösung der Probleme, in denen wir uns gerade befinden? Ich sage es Ihnen, es gibt genau zwei Gründe. Erstens, weil sie unter Merkel die Grundlage für die Probleme erst geschaffen hat. Und zweitens, weil sie eine Brandmauer zur AfD aufgebaut hat. Nur mit uns könnte sie das, was sie jetzt als Politik proklamiert und was sie im Übrigen, es wurde schon angesprochen, von uns jetzt klaut, überhaupt in praktische Politik umsetzen. Wer CDU-CSU wählt, macht sich das bitte jedem klar. Und es ist egal, ob im Land oder im Bund, der bekommt grüne Politik. Und von grüner Politik haben wir alle die Schnauze mit Verlaub gestrichen. Voll. Das, was ich da im Deutschen Bundestag erleben muss, das spottet wirklich jeglicher Beschreibung. Da werden teilweise Anträge 1:1 von uns übernommen, natürlich im Wortlaut ein bisschen umgestellt, damit man nicht 100% das Plagiat darstellen kann. Aber da werden plötzlich Auffassungen vertreten, nämlich unsere vernünftige Auffassung, wie man mit Migration umzugehen hat, vor allem mit Illegalen. Und dann tut man so, als hätte man, also die CDU-CSU tut so, als wäre sie davon alleine draufgekommen. Genau für diese Aussagen haben wir uns noch vor wenigen Jahren im Deutschen Bundestag diffamiert, stigmatisiert, fast schon kriminalisiert. Und Leute, die sich so darstellen, liebe Freunde, da sage ich, wenn ich die ranließe zur Bewältigung der Probleme, hieße das den Bock zum Gärtner machen. Und das sollten wir einfach schlicht und ergreifend nicht tun, liebe Freunde. Ich will abschließend noch zu einer anderen Parteineugründung das Wort ergreifen, nämlich die BSW, die Partei Sarah Wagenknechts. Weil vielleicht eine persönliche Empfindung von mir, wenn eine Partei nach einer Person benannt wird, dann habe ich als überzeugter Demokrat schon mal an sich ein Störgefühl, weil das scheint mir dann doch eine Form von Personenkult zu sein, die einer Partei in einem demokratischen Staat vielleicht nicht gut zu Gesicht steht. Aber sei es drum, entscheidend ist, dass auch Sarah Wagenknecht, und ich habe nichts gegen diese Frau, die Frau ist intelligent, sie hat in vielem, was sie sagt, auch recht, aber die Frage ist doch auch hier, wird sie nicht nur reden, sondern wird sie das, was sie sagt, auch in praktische Politik umsetzen können? Und auch hier müssen wir erkennen, auch diese Frau hat zur AfD eine Brandmauer aufgebaut, auch sie kann Überlegungen, die sie vielleicht anstellt zur Korrektur der Migrationspolitik, überhaupt gar nicht ohne uns umsetzen. Und auch für BSW gilt, solange die Brandmauer gegen die AfD steht, ist sie keine Alternative, liebe Freunde. Und zu guter Letzt die Werteunion. Man kann da ja verschiedener Auffassung sein. Die einen vertreten die Meinung, dass die Werteunion jetzt mit ihrer Abspaltung von der CDU-CSU ein relevantes Personenpotenzial der CDU-CSU sozusagen abnehmen könne, es dann über die 5% schafft und als potenzieller Koalitionspartner für die AfD zur Verfügung steht. Andere Auffassungen, der ich mich auch anschließe, ist, dass es wohl nicht ausreichen wird. Ich glaube, dass die Überlegung deshalb fehlgeht, weil auch die Werteunion die gleiche Stigmatisierung erfahren wird wie die Alternative für Deutschland. Mit dem Chef der Werteunion am Maßen hat man ja schon angefangen. Und wer bisher in der CDU nicht das Rückgrat hatte, diesen ganzen Wahnsinn zu durchschauen und klar zu sagen, ich mache jetzt das Kreuz bei der AfD, weil das die einzige Partei ist, die unser Land retten kann, der wird das auch nicht bei der Werteunion machen. Wir werden letzten Endes sehen,
wer recht hat. Ich sage eines natürlich unumwunden, bevor jemand hingeht und sagt, die AfD kann ich nicht wählen, dann wähle ich lieber eine andere Partei. Und bevor er dann CDU wählt oder nicht wählt, dann soll er natürlich lieber die Werteunion wählen. Aber vom Grundsatz her gilt, wer eine wirkliche Veränderung in diesem Land will, wer nicht nur irgendwelche Zahlenspielchen bei Fragen, bei Wahlen entsprechend sozusagen auf den Bildschirmen erleben will, wer also will, dass unser Land wieder nachhaltig dahin zurückkehrt, wo es herkommt, zu den Grundsätzen der Logik, der Vernunft, des gesunden Menschenverstandes und vor allem, dass unser Land wieder dahin kommt, dass eine Politik im Interesse der eigenen, der deutschen Bürger gemacht wird. Für den gibt es bei Wahlen nur eine Möglichkeit und die ist und bleibt die Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Letzter Satz. Diese Potsdam-Konferenz wird nicht der letzte Giftpfeil im Köcher dieser Demokratiefeinde gewesen sein. Sie werden mit immer neuen Giftpfeilen auf uns schießen. Sie werden alles versuchen, um unseren unmittelbar bevorstehenden Erfolg im Osten zu verhindern. Und ich sage euch, liebe Freunde, egal was sie tun, je stärker sie uns beleidigen, je mehr sie uns diffamieren, je extremer sie unter die Gürtellinie gehen, davon dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Umso motivierter, umso geradliniger, umso entscheidungsfreudiger und umso durchsetzungsstärker müssen wir sein. Wir überlassen unser Land nicht irgendwelchen links-grün-roten Ideologen oder irgendwelchen Islamisten. Das ist unser Land und das werden wir gemeinsam auch verteidigen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.